Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen nächsten Video hier auf zuvielbezahlt.de. Ja, heute möchte ich unbedingt mit euch nochmal über das Thema Anlegerverhalten im Börsenzyklus sprechen, wie wichtig das ist. Und alle Assetklassen haben ja irgendwo ja, in letzter Zeit irgendwas gezeigt. Ja. Aktien sind auf Rekordhoch. Der DAX hat heute, als dieses Video entsteht, ich glaube mit 14.169 Punkten sein Allzeithoch erreicht. Die Edelmetalle, da haben wir kürzlich drüber gesprochen, wir blenden das dann auch nochmal ein, in einem kleinen i oben im Eck. Könnt ihr nochmal das letzte Video zum Thema Silberpreis anschauen, Immobilien sind auf Rekordhoch. Und da stellt sich ja die Frage, wie verhält man sich in solchen Börsenzeiten? Ist es entscheidend oder ist es wichtig, überhaupt nicht an den Markt zu gehen, bloß weil jetzt diese Allzeithochs erreicht sind? Oder wie positioniert man sich? Und genau darüber möchte ich mit dir in diesem Video sprechen. Wenn es also dein Thema ist, das Thema Geldanlage, die drei Regeln, ja, wie betrete ich den Markt, wie verhalte ich mich, wenn ich am Markt bin und vor allem, wie verlasse ich den Markt wieder, dann schau dir das Video unbedingt bis zum Ende an. Bis gleich, dein Marco Reus. Ja, hier bin ich wieder und zwar das Anlegerverhalten im Börsenzyklus ist jetzt nochmal auf meinem Tisch gelandet, weil ich mir einfach in der letzten Woche nochmal ein Bild davon machen konnte bei der ein oder anderen Beratung, dass es bei vielen Menschen doch immer wieder daran scheitert, dass sie eine eigene Meinung zum Markt haben, dass sie den Markt mit ihrer eigenen Meinung bewerten. Und bevor wir einsteigen, wie so ein Anlegerverhalten denn tatsächlich im Börsenzyklus aussieht, muss man sich natürlich vorweg erstmal Gedanken machen. Viele von euch wissen das natürlich, aber es sind natürlich auch ganz viele Zuschauer da draußen, das weiß ich, die sich das erste Mal mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen müssen auch, weil der Euro oder die Papierwährungen keinen Wert mehr haben. Und genau an der Stelle möchte ich auch noch mal ganz kurz einhaken, denn was ist denn der Unterschied? Also wie gesagt, hier, das war mal die gute alte D-Mark, heute zusammengeschreddert. So werden wir euch den Euro irgendwann auch mal präsentieren können, so in einem ja, Päckchen zusammengepresst, das man dann zum Ofenanzünden verwenden kann. Was ist denn der Unterschied zwischen ja, Papiergeld, auf der einen Seite ein Leistungsversprechen, ja, es ist ein 50-Euro-Schein, da steht eine Zahl drauf, ihr vertraut dem Ganzen, dass euch irgendjemand eine Ware oder eine Dienstleistung für diese 50 dann im Endeffekt gibt. Ich hatte in der letzten Woche einen Banktermin, weil ich mir ein paar Sachen angeschaut habe im Bereich Immobilien und da wollte ich einfach mal gucken, weil, wie gesagt, auch da ist es natürlich wichtig, sich ein Stück weit mit zu beschäftigen, ja, wie finanziert man sowas, weil, wie gesagt, auf der einen Seite, wenn man so lange am Kapitalmarkt dabei ist wie ich, dass man einfach dann natürlich guckt, auf der einen Seite einen Teil finanzieren, wenn es ein Objekt zum Vermieten ist, ist aber ein anderes Thema und da habe ich auch mit dem Banker gesprochen und da ging es im Endeffekt auch nochmal um diesen Sicherungsbogen, den ihr von eurer Bank immer ausgehändigt kriegt. Ja, und er hat selbst also gesagt, ja, also dieser Sicherungsbogen, ich habe jetzt keinen zur Hand, soll aber nur euch nochmal zeigen, wie fragil dieses Geldsystem ist. Also diese Geschichte hier, da steht letztendlich drauf, könnt ihr euch mal ganz genau anschauen. Also eure 100.000 Euro, die ja angeblich sicher sein sollen bei der Bank, wenn es zum Schadenfall der Bank kommt und ganz zwei, drei Zeilen weiter unten steht dann, also steht erstmal die Währung, also erstmal die Erstattungsgröße ist 100.000 und dann ein paar Zeilen drunter steht es dann, die Währung der Erstattung ist tatsächlich Euro. Also wenn die euch diese Währung erstmal ausixen, dann könnt ihr den Zettel einfach mal ins Eck oder auch zum Ofen anzünden verwenden. Und genau das ist ja unser Thema hier. Ja, wir wollen euch helfen dabei oder wir wollen jedem Einzelnen helfen da draußen, eine erfolgreiche Alternativkapitalanlage aufzubauen. Und deswegen ist es wichtig, man muss erst nochmal wissen, was ist denn das? Und die Leute, die sich jetzt das erste Mal Gedanken drüber machen, die müssen vor allem mal bei Adam und Eva anfangen. Also das ist nicht mehr wie ein Leistungsversprechen, das ich euch jederzeit wegnehmen kann. Diese Gelder oder dieses Papier schwankt eigentlich immer nur in eine Richtung. Ja? Und das ist nach unten, wenn es um den Kaufkrafterhalt geht. Es schwankt parallel zu anderen Währungen. Da ist es mal stärker, mal schwächer. Euro zu Dollar, wenn wir das als Beispiel nehmen. Mal ist der Dollar stärker, mal ist der Euro stärker. Aber generell kann man dazu sagen, dass das immer nur einen Wertverlust mit sich bringt, weil die Kaufkraft dieses Geldes, dieses Papieres immer weniger wird durch die Inflation. Und das muss man einfach wissen. Also es ist völlig unmöglich, hiermit seine Kaufkraft zu erhalten, sodass das Geld, das ich mir da Monat für Monat in
diesen risikolosen, scheinbar risikolosen und auch ja, gehirnlosen Geldanlagen, die wir die letzten 50, 60, 70, 80 Jahre hatten, Lebensversicherungen, Spareinlagen auf Tagesgeld, Festgeld, Giroguthaben, Bausparverträgen, Lebensversicherungsscheine, ja, diese Dinge sind alle massiv von der Inflation betroffen und wie gesagt, man spart sich arm. Also das hier nochmal als kleiner Exkurs. So, und jetzt kommt aber das Wichtige, viele beschäftigen sich ja jetzt das erste Mal damit, dass sie dann auch ein Alternativinvestment in Erwägung ziehen. Dann reden sie über Gold, Silber, Aktien. Ich habe es ja hier nochmal gezeigt, die gute alte drei Speichenregeln, die ja letztendlich auch die Lösung desselben Problems ist. Und da ist es jetzt halt einfach so, jetzt haben sie eine eigene Meinung zum Markt. Also dieses Börsenverhalten, da komme ich nochmal drauf. Also die erste Frage ist ja schon mal, wie betrete ich den Markt überhaupt? Und was passiert denn, wenn ich dann mir Sachwerte kaufe? Also das sind ja alles Sachwerte hier, diese drei genannten Dinge. Und ich habe jetzt hier mal eine Goldmünze mitgebracht. Ja? Also wenn ich mir jetzt so eine Goldmünze kaufe, die jetzt heute, das ist jetzt einfach mal die Australian Kangaroo, eine Unze Gold, hat jetzt einen Wert, Kaufpreis aktuell heute von 1600 Euro ungefähr. Wenn ich mir sowas jetzt kaufe, jetzt schwankt die natürlich im Wert. Also kurzfristig schwanken diese Werte natürlich, also auch wie die Währungen, aber die nur zu anderen Währungen. Und die Münze hier, die schwankt kurzfristig vom Kauf, also weil Angebot und Nachfrage, dann ist natürlich der Edelmetallmarkt massiv manipuliert. Da haben wir schon drüber gesprochen. An anderer Stelle JP Morgan, 920 Millionen Dollar Strafe für die Manipulation der Edelmetallmärkte, ja verdonnert worden. Also das wissen wir alles, Gold und Silber. Und jetzt kommt es einfach darauf, also diese kurzfristigen Schwankungen werden A, durch diese Manipulationen ausgelöst und B, natürlich durch Angebot und Nachfrage. Langfristig steigt es aber immer. Ja, und das ist ein Thema, das wir vor allem seit, ich habe es im letzten Video gezeigt, wie gesagt, hier nochmal auf das i klicken. Das letzte Video war das Thema Silber, wo wir schon mal standen, inflationsbereinigt, habe ich in dem Video alles erklärt, wollen wir heute gar nicht drauf eingehen. Und vor allem, wo das herkommt. Also es gab ein ganz besonderes Datum 1971, als der Nixon den Goldstandard aufgehoben hat, nach dem Zweiten Weltkrieg und dann, wie gesagt, die Gelddruckerei im Endeffekt so richtig losgegangen ist. Seitdem müssen wir die Preise von Edelmetallen natürlich ein bisschen anders betrachten. Und die steigen langfristig auch immer. Ja, und da ist es ganz einfach so, warum steigen die? Das hat natürlich auch verschiedene Indikatoren. Da gehört natürlich die Geldmengenausweitung dazu. Dann die Schulden gehören dazu, der schwache Dollar gehört dazu. Wir haben eine Ölkrise. Viele Dinge, die wir da im Endeffekt sehen, sind natürlich auch ein Indikator dafür, negative Realzinsen, man kann das jetzt noch ins Unermessliche ausweiten, die dann natürlich auch diesen Hang nach Sicherheit befeuern, dass die Menschen einfach da ihr Vermögen sichern wollen. Und als Versicherung ist es natürlich ideal. So habe ich euch auch hier nochmal ein Beispiel mitgebracht. Ja? Ich habe zum Beispiel hier eine halbe Unze Krügerrand. Es war mein erstes Goldinvestment 1988. Ich habe es mir hier nochmal aufgeschrieben, für ca. 155 umgerechnet in Euro schon, damals halbe Unze Krügerrand gekauft, stand heute ungefähr 820 Euro. Und da sieht man mal diese wunderbare Wertsteigerung über diese lange Zeit und natürlich auch den Inflationsschutz, Werterhalt des Geldes und so weiter und so fort. Das muss man mal wissen. Dann genauso über Immobilien braucht man nicht reden. Da ist ja alles in letzter Zeit gestiegen. Da will ich jetzt ja gar nicht so sehr drauf eingehen, mehr auf den Sachwert. Und dann natürlich auch Aktien. Ja. Und auch da möchte ich jetzt einfach ein Beispiel nennen. Ja. Wenn man zum Beispiel sich an Amazon beteiligt hat, hat man im Jahr 2010 für eine Aktie 87,70 bezahlt, im Februar 2010. Und stand heute, als ich das Video drehe, ja, am 8. Februar 2021, 2795,50. Ja, eine gigantische Wertsteigerung. Ich habe es jetzt auch gar nicht dargestellt, wie viel Prozent es genau sind. Darum soll es auch gar nicht gehen. Auch weil ich Amazon ausgewählt habe, ein besonderes Investment vielleicht. Aber genau darum geht es ja. Wie will ich mich als Investor denn positionieren, wenn ich der Meinung bin, es gibt keine, oder diese Geldanlagen in Papierform sind null und nichtig. Auch die Einlagensicherungssysteme sind das Papier nicht wert, auf das sie gedruckt sind. Ich suche nach Alternativen. Dann ist die erste Regel auf jeden Fall mal, dass man sich ratierlich an den Markt bewegt. Das zeige ich euch gleich nochmal in einer kleinen Präsentation. Und das ratierliche Hinbringen bedeutet, dass man in Häppchen hingeht, ja, und dass man das automatisiert. Das ist mal ganz wichtig.
Und da habe ich euch mal ein Beispiel mitgebracht, weil automatisiert mir das nicht. Und eigene Meinungen haben dann Vorrang, dass man eine Meinung zum Markt hat, was ich ja immer wieder in diesen Videos auch betone. Das Wichtigste ist der Markt selbst. Und da möchte ich nur mal ganz kurz drauf eingehen. Ich habe in der letzten Woche wieder einen Termin mit jemandem gehabt, der seit den letzten 5, 6 Jahren einfach sich nicht getraut hat, in den Markt zu gehen, ein Stück weit auch, weil er immer gesagt hat, der Markt ist zu teuer. Dann hat er wieder mal ein bisschen korrigiert. Dann haben wir auch das dritte Quartal 18 erlebt, Korrektur wieder nicht hingegangen, weil jeder denkt, es geht dann los, es kommt zum großen Rücksetzer. Und Stand heute, wie gesagt, der DAX auf Allzeithoch. Also was kann ich denn mit diesen Schwankungen anfangen? Das zeige ich euch gleich nochmal in der kurzen Präsentation, weil das ist das Anlegeverhalten im Börsenzyklus. Also die Leute haben dann Zweifel, man zweifelt daran, ist es jetzt der richtige Einstiegszeitpunkt, gehe ich denn überhaupt hin? Dann steigt der Markt, ja, dann ist es so ein bisschen eine gewisse Hoffnung da, dass man denkt, na gut, steigt jetzt, vielleicht steigt es noch weiter und die, die einsteigen wollen, sagen sich dann, ist es jetzt doch schon zu teuer, dann bleibt man vielleicht wieder weg. Dann kommt für die, die schon drin sind, der Optimismus. Für die, die noch einsteigen wollen, ist es jetzt noch teurer, jetzt bleiben sie ganz weg. Und dann schreibt die Presse, jetzt ist der DAX auf Rekordhoch, jetzt rennen sie dann aber komischerweise alle hin. Das ist dann die Euphorie. Das haben wir alle schon gesehen in den letzten 26 Jahren, wie gesagt, in der Zeit, in der ich am Markt bin. Dann dreht der Markt, ja, dann kommt erstmal Gelassenheit, ja, erholt sich wieder, ist alles gut, ja. Dann wird man langsam nervös, wenn es dann nach unten geht. Dann kommt die Angst, Verzweiflung, Panik und dann Kapitulation. Da wird mit Verlusten verkauft wieder. Und das will ich jetzt gar nicht weiter ausschmücken, diese Folie. Lasst die nochmal kurz auf euch wirken. Das Entscheidende dabei ist auch genau das, dass man wirklich diese Schwankungen, die aktuell in den Märkten ja definitiv da sind, diese Volatilität, weil wir überhaupt nicht wissen, was in einer Stunde ist. Wir wissen nicht, was in einem halben Jahr ist. Schon gar nicht. Kein Mensch hat eine Glaskugel. Kein Mensch weiß, wo der DAX hingeht, wo der Goldpreis, der Silberpreis steht. Man kann das alles nur herleiten, auch immer aus der Vergangenheit raus. Kann sich so Krisen anschauen, was war in der Vergangenheit, wie könnte man das auf die heutige Krise vielleicht ein Stück weit übertragen. Aber im Endeffekt wissen wir alle nichts. So. Und deswegen ist es einfach wichtig, dass ich Regeln habe. Die Regel Nummer eins, was wir im Moment letztendlich mit unseren Kunden machen, und damit sind wir in den letzten 2 Jahren wunderbar gefahren. Wie gesagt, wenn ihr euch mal auf meinem Kanal umguckt, es gab Ende 19 ein Video, Krise kommt, ja, Verlust bis minus 94% möglich. Wir können das Video hier auch nochmal einblenden. Da ging es nicht darum, dass ich irgendwas vorhersehen kann. Kann ich genauso wenig wie jeder andere auch. Ich habe keine Glaskugel, nochmal, bin auch kein Hellseher. Das will ich auch gar nicht für mich hier in Anspruch nehmen, sondern es geht ganz einfach darum, dass wenn die Märkte halt mal überhitzt sind, es gibt gewisse Indikatoren dafür, dann kann man natürlich ein bisschen vorsichtiger agieren, aber man sollte deswegen trotzdem den Markt nicht verlassen. Und das ist die zweite Regel. Also die erste ist ratierlich hingehen, immer wieder ratierlich nachkaufen. Das muss man automatisieren und muss dort seine eigene Meinung wegbringen. Wir machen das in unseren Strategien vollautomatisch. Das zweite ist, was ich gesagt habe, in den letzten 2 Jahren besonders erfolgreich. Wir haben, wenn jemand Neukunde wurde, die Hälfte des Geldes investiert und haben die andere Hälfte dann ratierlich über einen bestimmten Zeitpunkt hingebracht. Und natürlich gigantisch sind monatliche zusätzliche Sparpläne, die man noch machen kann. Und wenn man sich die Portfolien in den 2 Jahren anguckt, dann war das eine richtig geile Geschichte, weil, wie gesagt, wir haben den großen Rücksetzer 2020 erlebt, die Erholung. Und wer schon mal sowas überspart hat mit monatlichen ratierlichen Sparprozessen, der weiß, was aus Geld wird. Das einmal so einen Zyklus überspart, also das hat richtig Spaß gemacht, und wenn es da noch größere Investmentteile sind, weil man eben ratierlich kommt, umso schöner. So, also das ist mal wichtig. Das zweite ist, wie verhalte ich mich, wenn ich dort bin? Genauso wie wenn ich also beim Kauf, dass ich also automatisiert auch Gewinne rausnehme und günstig wieder nachkaufe. Also hier verwende ich ja immer dieses Wort Rebalancing. Das muss man natürlich über die Assetklassen hinweg tun, über die einzelnen. Das kann man alles messbar machen, diese Regel muss im Vorfeld festgelegt werden. Also auch da kann ich euch aus dem Nähkästchen plaudern. Auch ich hatte schon Einzelaktien, die sich mal verdoppelt haben. Und der Mensch neigt dazu, dann zu glauben, das hat nicht unbedingt was mit Gier zu tun, sondern man meint dann, ja, das Unternehmen läuft gut, schaut super aus. Ja, da bin ich geblieben und dann war es fast wieder auf dem Wert, wo ich hergekommen bin. Also das ist blöd. Ja, also da ist es dann auch an der Zeit zu sagen, okay, ich mache mal Gewinnmitnahme. Entweder zieht man die Einlage raus, das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, das, was ich eingelegt habe, ziehe ich mal raus, habe nur noch die Gewinne drin. Oder ich schöpfe die Gewinne ab, habe nur noch die Einlage drin. Es kommt immer darauf an, automatisiert sollte es sein, dass man entweder das über Stichtage macht, da gibt es wunderbare Möglichkeiten über die einzelnen
über die einzelnen Durchschnittslinien da was zu machen. Also wie man das macht, ist auch jedem selbst überlassen. Wie gesagt, wir haben Rebalancing-Strukturen, wir haben 200-Tage-Linien-Strukturen und so weiter und so fort. Also wir haben da für jeden die passende Strategie letztendlich. Es muss halt automatisch funktionieren. Das zeigt dann im Nachgang immer den Erfolg, weil kein Mensch weiß, und wo es hingeht, wo die Reise hingeht. Keiner kommt am besten Ausstiegszeitpunkt raus und am günstigsten wieder rein. Wie gesagt, dazwischen ist aber ganz viel Rendite möglich und die muss man mitnehmen. So, also das ist die Regel dann, wie man sich verhält, wenn man dort ist. Und genauso dann auch, wie gehe ich wieder raus? Das hat was mit Outperformance der einzelnen Assetklassen in sich gegenüber oder gegeneinander zu tun. Auch das lässt sich wunderbar messbar machen. Auch da sollte sich jeder eine Regel zusammenstellen, bei der er sagt, okay, das ist mein Preis. Das ist mein Verhältnis von einer Assetklasse zur anderen. Da gibt es Ratios zum Beispiel, die man hernehmen kann, um ein Beispiel zu nennen, wo ich sagen kann, okay, ab Ratio so und so viel verkaufe ich die Edelmetallbestände, kaufe Aktien günstig nach oder was auch immer. Also welche Regel ihr euch da zusammenstellt. Wir haben Regeln, ganz klare Regeln, die wir 1:1 seit 26 Jahren, wie gesagt, in unseren Anlagen, in unseren Strategien auch umsetzen, was dann auch den Erfolg mit sich gebracht hat. Weil man dann immer wieder günstig nachkauft, teuer verkauft. Diese Regeln sollte man unbedingt beherzigen. Also das sind die drei wichtigsten. Also wie gehe ich hin? Wie bleibe ich am Markt? Also auch da ist es wichtig, dass man Gewinne mitnimmt, drin bleibt, rausgeht und letztendlich dann aus. Kann man auch passiv machen übrigens. Also da muss man sich nicht anstrengen dafür. Da muss man nicht jeden Tag 24 Stunden dort hocken. Das geht voll automatisch mit strategischem Vermögensaufbau. Wie gesagt, wenn dich das besonders interessiert, dann gerne auch ein kostenloses Kennenlerngespräch mit uns einfach mal buchen und gucken, ob man da zusammenpasst, wenn man es alleine nicht kann. Und das Dritte ist letztendlich dann nochmal, wie gesagt, wie gehe ich raus, wann gehe ich raus. Es muss im Vorfeld geklärt sein, sonst wird es emotional. Ich habe es gezeigt. Dann wird man euphorisch, glaubt hier noch was mitnehmen zu können und plötzlich dreht der Markt. Eine politische Entscheidung ist der Gamechanger für alles. Wir haben es jetzt in den letzten 2 Jahren gesehen, was die Verfügung der hohen Hand bewirken kann. Das soll es mal bis hierhin gewesen sein. Ich hoffe, das hat ja schon mal bis hierhin einiges gebracht wieder, egal um welche Anlagen es geht. Wie gesagt, ob Edelmetalle, physisch, Minen, Aktien, Edelmetalle, habe ich schon gesagt, Aktien generell und auch Immobilien. Es ist immer der gleiche Prozess. Und dann natürlich auch nochmal das Wissen um den Durchschnittskostenpreis. Da möchte ich nochmal schnell drüber weggehen. Das zeige ich ja immer wieder. Ich lasse es auch jetzt nur im Hintergrund. Wir blenden es jetzt mal nicht groß. Ich sage es euch nochmal, dass ihr es einfach nochmal im Schnelldurchlauf mitbekommt. Es ist mir an der Stelle ganz besonders wichtig, das nochmal mit anzubringen, weil ich weiß, dass viele immer nach dem richtigen Einstiegszeitpunkt suchen. Der ist völlig irrelevant, wenn ich langfristiger Investor bin, wenn ich mich in der Zwischenzeit... Es ist immer der beste Einstiegszeitpunkt, es ist immer der Tag, an dem ich Geld habe. Ich muss halt nur gucken, welche Assetklassen bediene ich, in welchem Verhältnis und balanciere die immer wieder aus. Das ist mal so im Groben wirklich völlig ausreichend. Das ist kein Hexenwerk. Und dann kann man das Ganze natürlich noch zusätzlich beeinflussen, indem ich das Ganze erstmal ratierlich hinbringe. Und das geht wie folgt. Als Beispiel 5.000 Euro bei einem Preis von 36 kriege ich 138,88 Stück. Das habe ich auch schon öfter gezeigt hier. Aber jetzt gerade im Zusammenhang mit diesem Silbervideo kürzlich möchte ich es unbedingt hier nochmal anbringen. Ganz entscheidende Geschichte. Das ist dann auch bei Fonds Sondervermögen, Aktien Sondervermögen, haftet nicht für die Schulden der Bank, haftet nicht für die Schulden der Kapitalanlagegesellschaft. Immer wichtig gucken, dass die Aktie oder die Bank, mit der man zusammenarbeitet, keine Aktien verleiht oder sonstige Dinge macht. Also klassische, echte Werte dahinter. Das heißt also, die 138 Stück sind meine. Da vorne die Eurozeichen sind irrelevant. Ich habe es gesagt, wann die weggenommen werden können, eingangs des Videos. Dann einen zweiten Kauf machen, jetzt hat der Preis nach unten korrigiert bei 19,90 Euro, wieder 5.000 Euro, 251,26 Stück. Was dann folgt, sind 10.000 Euro Investmentsumme. Ich habe 390,14 Stück mir erarbeitet oder gekauft. Im normalen Leben völligst normal, ja, wenn was im Angebot ist, rennen wir los, kaufen. An der Börse ist es nichts anderes, nur es hat einen Nebeneffekt, den die meisten dann über ihre Lebenszeit nicht lernen oder sich schwer tun damit, das umzusetzen, weil es passiert natürlich was mit dem erst angelegten Geld. Aber bleiben wir erstmal beim Positiven. Das Positive ist, ich habe mir einen Durchschnittspreis von 25,63 in unserem Beispiel
zusammengebaut. Also ich habe nicht zum teuersten Preis gekauft, sondern günstig nochmal nach, habe jetzt einen guten Durchschnitt. Um den geht es immer bei allen Großinvestoren, ob es Buffett ist, Soros ist, wie sie alle heißen, die ziehen dann immer nochmal richtig nach, wenn der Markt günstig ist, egal welcher. Das heißt, ich habe 390,14 Stück jetzt aktuell. Guck natürlich an dem Tag aufs Portfolio, wenn das Ganze hier bei 19,90 Euro steht und jetzt kommen die Schweißausbrüche, weil dann habe ich einen Depotwert von 7.763. Und das ist das, was ich meine. Das kriegt ihr halt hier nicht mit. Ja? Das ist schleichend weniger. Ihr guckt in euer Sparbuch, Girokonto, Festgeld, Tagesgeld. Da steht halt immer die Zahl dort, aber für das, was ihr euch dafür kaufen könnt, das wird halt immer weniger, weil die Inflation zuschlägt. Und das ist halt im Endeffekt diese Stücke, die ich da habe, das ist produktiv, das ist, ich bin an der ganzen Wertschöpfungskette beteiligt, wenn ich hier zum Beispiel in Aktien investiert bin oder in Fonds investiert bin, in richtig gute Produkte, die in Firmen investieren, da gehen Menschen hin, die ihre Arbeitskraft ins Rennen schicken, es wird Kapital benötigt, dass sich dann die jeweilige Firma am Kapitalmarkt leiht. Und es ist ein ganz einfacher Prozess und am Schluss seid wieder ihr diejenigen, die diesen Firmen dann zu Gewinnen verhelfen, weil ihr tagtäglich mit eurem Konsum dafür sorgt, dass diese Unternehmen täglich Gewinne machen. Und langfristig funktioniert es immer. Es gibt neue Innovationen, Digitalisierung oder jetzt wie gerade, ich habe das Beispiel Amazon vorhin gebracht, der hat massiv davon profitiert, von dieser aktuellen Situation. Onlinehandel hat gigantischen Aufschwung erlebt mit dieser Geschichte und dann sieht es halt bei unserem Beispiel jetzt, um das auch nochmal aufzubringen, so aus, dass man hier dann einen Durchschnitt hat von 25,63. Das heißt, ich muss mit meinem Geld, das jetzt gerade bei 19,90 Euro steht, nur auf die 25,63 zurück, da habe ich mein Geld wieder und so sieht es dann letztendlich halt aus, wenn es auf den alten Stand vom ersten Kauf zurückgeht auf 36, habe ich 14.045 in meinem Beispiel. Und was hat es gemacht? Es hat einmal nur geschwankt. Es ist vom Höchststand runter nachgekauft und wieder hoch. Und dann habe ich hier eine wunderbare Geldvermehrung erlebt. Und in unserem Beispiel war das jetzt zum Beispiel ein Goldfonds aus unserem einen Portfolio. Und wenn der auf den alten Höchststand zurückgeht, wo er hergekommen war bei 52 Euro, dann hätten wir hier sogar 20.287, also das, die Einlage verdoppelt. Und so läuft es halt relativ einfach, wenn man sich an die Regeln hält und wenn man die drei Regeln letztendlich befolgt, das Anlegerverhalten zu automatisieren, losgelöst von dieser Kurvenzyklik, Euphorie und Wut und Angst und sich selbst einen Stress macht, sondern einfach alles automatisiert. Den Zugang zum Markt automatisieren, das Dortbleiben am Markt automatisieren und vor allem auch das Rausgehen automatisieren. Und das kann ich jedem von euch nur empfehlen. Dann spart ihr euch eine ganze Menge Stress, eine ganze Menge Emotionen, die dafür sorgen, dass ihr Fehlentscheidungen trefft. Ja, das soll es bis hierhin gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Video. Wenn ja, gebt ihm doch bitte einen Daumen hoch. Ich denke, das ist gerade jetzt in der aktuellen Zeit auch wichtig, das nochmal zu hören für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. Abonniert einfach unseren YouTube-Kanal, aktiviert auch die Glocke, dass ihr kein Video verpasst und das volle Programm gibt es dann auch noch, wenn ihr euch auf dem Newsletter eintragt bei www.zuvielbezahlt.de, da gibt es dann auch immer wieder noch kostenlosen Content zum Thema Geldanlage, Unternehmertum und so weiter. Also wie gesagt, das soll es gewesen sein. Bleibt weiterhin sicher mit eurem Geld, bleibt vor allem gesund natürlich, das ist das Wichtigste. Das soll es gewesen sein. Bis bald, euer Marco Reus.